Oder auch nicht. Aber wir sehen wenigstens, wo diese Kette entlang führt. Alter. Komm her. Ja, das ausprobieren. Und? Die beiden verketten wir mal ganz fix miteinander. Scheibenkleister. Komm. Ich muss mal steuern, damit wir immer noch mal zurechtkommen. Und nochmal Bestienfleisch, das können wir immer alles sehr gut gebrauchen. Klettern wir mal hier runter. Ob die auch anderes Fleisch dann geben? Wir ziehen mal ein bisschen dran. Oh, zu spät. Und da sehe ich gerade, wir müssen uns mal heilen. Medizin. Das dürfte genügen fürs Erste. So. Ich folge der Kette mal, weil da wo die Kette ist, da müssen wir hin. Um die kaputt zu machen. Ach du Scheiße, ey. So, du kommst mal mit. Ah. Her. Wo bist du? Da bist du. Sehr schön. Stufe aufgestiegen. So, wo haben wir noch einen? Da haben wir noch einen. Ich will nämlich noch ein bisschen Bestienfleisch für Helena sammeln. Deswegen laden wir die Kette noch mal ein bisschen auf und... Ah, kriegen nur Sekret. Das heißt, wir sammeln die seltsamen Körner hier nochmal auf. So. Und da liegt doch was. Metallstück. Ich brauche aber Quecksilber. Komm, wo bist du? Bam. Komm mal her, komm her. Der ist auch schon weg. Gehen wir mal die Treppe hier mal bei dir jetzt runter. Okay, wir haben immer noch die Bell Music. Oh, ein Kristallherz. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich sammle es einfach mit ein. Komm. Ich habe so eine grobe Idee, was ich mit dir machen muss. Oder auch nicht. Aber ich denke mal, ich muss zu ich muss genau das tun, was ich denke, was ich tun muss. Ja, komm her. Komm. Lol. Glitch. Komm her. Komm doch hier hoch, du. Hey, du Volldepp. Aber hier eine Notfallleiter, man senkt sie mit einem oder auch so. So, jetzt komm mal hier bitte mit. Ja, genau so. Und jetzt wieder hoch. Komm, 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 komm. Folge Aaron, folge Aaron. Was zum, warum hat das geläutet? Jetzt komm doch mal hierher, du Fledermaus, Mistvieh, Dingenskirchen. Komm her. Sehr schön, das wollte ich erreichen. Nein, oh, hoch, hoch, nein, nicht freilassen, du Volldepp. Halt sie fest. Und jetzt schleuderst du sie bitte dahin.
Was? Das klappt nicht? Ach du Mai, oh Mai, oh Mai. Ja, egal. Komm, zieh. Zieh, 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 zieh. Sehr schön, die Tür ist auch offen. Und weiter geht's. Gott, was passiert jetzt? Ah, wir können... Das ging aber dann... Bam, bam, bam! Oh, noch eine Kette müssen wir jetzt sprengen. Das ist ja mal geil. I do hope you're all right, Aaron. Of course he is. He's as tough as they come. Das ist geil gemacht. So, wir haben die erste Kette jetzt weg. Das heißt, ich werde mal wieder komplett zurückgehen. Nein, loslassen. Ich werde mal komplett zurückgehen und mal gucken, wo jetzt die zweite Kette lang führt. Ich denke mal, das ist keine dumme Idee. So, mein Gutster, du hast keine Kettchen mehr in der Hand. Nur noch eine und die führt nach unten. Das bedeutet, wir müssen runter. Aber ich habe das Gefühl, ich muss hier durch die Tür durch. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Mysteriös, mysteriös. Gut, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg nach unten finden. Und... Hallo? Ich nehme dich mal mit Hochkeule, ne? Falls es dir nichts ausmacht. Alter. Dämliches. Verdammtes Mistvieh. Komm her. Abflug. Nein, 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 nein. Ah, hoch, 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 hoch. Sollte das jetzt aber nicht sein. Loslassen. Hoppala. Ups. Gut, so sollte das natürlich jetzt nicht enden. Und wir haben wieder nasses Fleisch erhalten. Hallo Fahrstuhl, nimmst du mich jetzt bitte mit? Gut, also wenn wir von irgendwo runterfallen, wo wir nicht runterfallen dürfen, / sollen, dann verlieren wir Leben. Und ja, starten von woanders. Kann ich jetzt eigentlich noch höher? Nein, kann ich nicht. Ich will gerne mal... Ich würde gerne mal wissen, wie ich denn an die Truhe rankommen soll. Ich habe so eine dumpfe Vorahnung. Ob das wirklich klappt, weiß ich auch nicht. So, jetzt gehen wir mal diese Seite. Hallo, mein Hübscher! Ich will dich werfen. Boom. So, von dir möchte ich gerne wieder Fleisch haben. Ordentliches Fleisch, bitte. Nasses, das geht auch. Was haben wir hier für eines? So eine Art Truhe, denke ich mal. Über Erz, ja. Das haben wir doch jetzt mittlerweile schon 54 Millionen Mal gelesen. Und es geht aber langsam aber sicher die Zeit aus, auch was Helena betrifft. Kann ich eigentlich jetzt hier einfach so runter? Mal ausprobieren. Kann ich, dann bin ich wieder da, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Warte mal, wenn wir da oben, dann müssten wir irgendwie... ach Gottchen, jetzt werden ja auch meine kartografischen Fähigkeiten zur Schau gestellt. Ich bin doch so ein Noob. Boah. Gut, er hat mich nicht entdeckt. Auf den hätte ich jetzt mal gar keinen Bock gehabt. So, weit wieder durch die Tür hier durch. Zack. Zack.
zack, zack. Loslassen. So, kann ich eigentlich hier noch links irgendwie weiter? Ne, ich glaube, da war nicht. Ne, hier war nur ein Getrümmer. Hundi! Au! Gut, ich hätte ihm jetzt auch ausweichen können, aber irgendwie habe ich zu spät reagiert. Und Bestienfleisch halten, sehr schön. Das können wir alles nachher gebrauchen. Au! Du Mistkind. Komm her. Und meins. Meins habe ich gesagt. Komm her. Warte mal, Kette einholen, jetzt aber. Komm her. Nasses Fleisch. Komm her. Bestienfleisch, sehr schön. So, heilen wir uns nochmal. Und stimmt, jetzt waren wir ja wieder hier an dem Punkt angelangt. Da klettern wir mal hoch. Da kraxeln wir auch hoch. Ah, stimmt, wir sind ja einen weitergegangen. Ey, komm her. Was ist denn jetzt gerade? Meine Güte. Wir sind ja im Endeffekt ein zu weit gegangen, kann man ja schon fast sagen, womit wir im Endeffekt was übersprungen haben. Guck mal hier, Piepmatz. Tschüss. Einmal da. Na komm. Einmal da. Ja, aber wie komme ich jetzt da rein? Einmal da. Ach so. Ja, okay, einfach mal rüberhopsen. Aufmachen. Explosion. Es gibt eine Bestie mit Erz im Körper, die eine Gruppe von Wissenschaftlern hat mich ge... Und dann... Bla, bla, bla. Ich weiß, das wäre eigentlich für mich wichtig, aber ich habe keine Lust, mir das anzugucken. Und... Wow. Wunderschön. Weiter geht's. Ich brauche hierfür immer noch einen Schlüssel. Ja, aber wo kriege ich so einen scheiß Schlüssel? Erz ragt aus der Wand. Kaum zu glauben, dass dies ein Gebäude ist. Ja, ist es, aber ich muss immer noch... Aber da oben sehe ich gerade die Kette. Sehr schön hier zu sehen, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt lang muss. Ich bin gerade echt ein bisschen planlos. Ich weiß, ich muss da hoch. Das ist jetzt schon... Das steht jetzt schon mal fest. Aber wie komme ich da am besten hoch? Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Aber ich sehe gerade, da oben haben wir noch einen Schalter. Da oben. Also heißt, ich kann da hoch auch nochmal. Huiuiuiui, das ist langsam echt. Aber irgendwie muss ich ja jetzt hier mal weiterkommen und so. So. Stimmt, hier hätte ich noch hochgekonnt. Und da bin ich ja gleich ganz hastig durch die Tür. Vogelpapiersch dich. Verzieh dich. Geh weg. Geh woanders schnorren. Hau. Warte mal, was war das da gerade? Oh, ich dachte, da könnte ich irgendwie hoch oder so. Und schnell rüber. So, und ich denke mal, das Erz ist... Oh, Alter, ganz ehrlich, Keule, du gehst mir gerade richtig auf den Sack. Komm mit. Komm mal schon mit. Ja, genau. Komm mal mit. Komm. So. Bestienfleisch. Sehr schön. Das nehmen wir mal gleich mal mit.
Kann ich damit hier irgendwas machen? Ah, hier haben wir so eine kleine Fluchtleiter. Ja gut, das kann da liegen bleiben. Bumm. Aaron hat Riesendurstkeule. Und ich sehe gerade, da müssen wir mal ganz schnell Helena wieder retten und befreien und Co. Gut, die Kette. Ah, hier geht's weiter. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich mir den Weg nur noch halbwegs merken. Gut, hier. Sehr schön. Weiß ich Bescheid. Dann heißt es jetzt einfach nur noch mal ganz schnell zurück, bevor uns die gutste Helena hier noch verreckt. Ich weiche den mal ganz gekonnt einmal fix aus und dann rennen wir mal zurück zu Helena. Vielleicht habt ihr es ja auch schon bemerkt, ich habe einen anderen Aufnehmungsstil mir angewöhnt oder will jetzt einen anderen Aufnehmungsstil machen, sprich wie ich die Datei, wie ich die Let's Plays aufnehme. Und zwar werde ich einfach jetzt durchgehend aufnehmen und hin und wieder Cuts einbauen, die sogenannten Cliffhanger. So, dann gehen wir mal ganz schnell zurück ins Observatorium, gucken, ob wir uns irgendwas basteln, herstellen können, etc. Und dann bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Die Kette ist schon wieder dunkel geworden, wie man schön unten links im Bild sieht. Das heißt, Helena ist schon wieder relativ girbsk. Okay, sie ist oben. Oh, ich mag's. What? Oh. Ein unvollendeter Brief? Wie geht es euch an? Kurbereite, ich bin immer noch recht verwirrt und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Moment müssen wir erst einmal hier bleiben. Wow. Oh, ein Liebesbrief an Aaron. Boah, Alter, wie zerzaust sie aussieht. Welches Fleisch wählen? Wir werden ihr mal das nasse Fleisch. War das Bestienfleisch? Nee, das nasse Fleisch. Es tut mir leid, Helena. Bah, ekelhaft. Ekelt mich immer und immer wieder. Das überspringen wir wieder. Das ist sowieso langweilig. Das auch. Fleisch verbittet, also hebe es nicht zu lang. Verkauf übriges Fleisch an Mafta. Gut, dann werde ich Helena jetzt nochmal ein Fleisch geben, dass sie auch vollständig geheilt ist. Oh Gott, das tut mir jetzt gerade selber echt im Herzen weh. Ja, ich schlafe auch mal, bis sie aufwacht, denn...